Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Thomas Sixt's Headcam Cooking, powered by Peperita TV. Wir machen heute ein Brathähnchen. Für das Brathähnchen habe ich mir natürlich vorbereitet ein frisches Huhn. Dann habe ich da diverse Gewürze, das ist Salz, Rosenpaprika, ein Curry, ein bisschen Rohrzucker, ein Öl, Pfeffer, eine Zitrone, eine Bio-Zitrone, damit wir die Schale verwenden können, Salbei und Kartoffeln. Das sind Salaterdäpfel aus dem Weinviertel, die sogenannten Kipfler, festkochend. Und kurioserweise fange ich mit denen an. Die werden nämlich als allererstes einmal halbiert und die sind auch gewaschen. Das sieht man, weil die so schön glänzen. Da halbiere ich mir mal ein paar. Den Backofen habe ich mir übrigens schon vorgeheizt bei einer relativ hohen Temperatur von 230 Grad. Ja, da werden jetzt wieder viele sagen, das ist zu heiß. Nein, ich mache mein Huhn bei hoher Temperatur. Mit den Kartoffeln sind wir jetzt fast fertig. Da mache ich jetzt einfach nur Folgendes. Ich habe hier noch einen Salbei, übrig sozusagen Salbeiblätter. Die zupfe ich mir da jetzt drüber. Die gare ich gleich mit, einfach grob die Salbeiblätter drüber zupfen, die dürfen auch ein bisschen zerfallen. Wenn ihr keinen frischen Salbei habt, dann nehmt euch einen getrockneten Salbei, tut ihn aber vorher ein bisschen in Öl marinieren, ja, und gebt ihn dann über die Kartoffeln drüber. So, das war der Salbei. Dann ganz wichtig bei den Kartoffeln, diese bitte kräftig salzen. Kartoffeln brauchen irrsinnig viel Salz, gerade auch bei dieser Zubereitungsmethode. Wir garen ja diese Kartoffeln mit dem Huhn gleichzeitig. Was auch noch wichtig ist, das seht ihr hier, die Kartoffeln sollten möglichst nicht übereinander liegen, sondern besser nebeneinander, damit die wirklich viel Hitze bekommen, ja, so wie es hier zu sehen ist. Jetzt mache ich mir noch ganz kurz die Marinade für das Brathähnchen. Das Brathähnchen habe ich abgewaschen, lasse es jetzt hier noch abtropfen, lege es dann hier hinein und jetzt kommt Teelöffel, etwas weniger Salz, nicht zu viel, dann einen guten Teelöffel Paprika, auch nicht ganz voll, ihr seht es, das gleiche machen wir mit dem Curry, wunderbar. Ein wenig Zucker, einen halben Teelöffel circa. Ja, der ist immer klumpig, da muss man aufpassen. Den Zucker gebe ich dazu, damit das Huhn schön karamellisiert. Pfeffer kommt aus der Mühle. Jawohl. Und jetzt obendrauf hier noch einen bzw. zwei Esslöffel Öl. Und beinahe hätten wir es vergessen, für die Frische geben wir Zitronenschale in die Marinade. Eine Bio-Zitrone, ganz wichtig, nur bei der Bio-Zitrone, wo die Schale unbehandelt ist, kann man die Schale auch verwenden. Passt mir da bitte auf. Die Schale mit einem Sparschäler abnehmen. Zwei so Streifen, das ist genug, sonst wird es zu viel. Dann schneiden wir die zuerst in Streifen und dann in Würfel. Schaut mal, wie schnell das geht.
Diese fein gewürfelten Zitronenschalen geben wir jetzt auch zu der Marinade dazu. Da kommt jetzt, die duftet auch immer richtig, die Zitrone, richtig frisch. Und das will ich auch auf diesem Brathähnchen haben, dieses Aroma von der Zitrone, das ist sensationell. Jetzt kommt's, Pinsel, Marinade hier einmal durchrühren. So, perfekt. Und dann auf das Händel auftragen. Sehr gut. Da kann man dann auch ein bisschen nachhelfen hier. Es geht sich wunderbar aus, ihr seht es mit der Menge. Ein bisschen auch auf der Seite schauen. Da macht man noch die Keulen schön. Da hat sich jetzt ein Salbei verirrt. Den nehmen wir dann wieder weg. So, sehr fein. Schaut mal, wie lecker das jetzt schon ausschaut. Das ist doch super. Restliche Zitrone noch dazugeben. Perfekt. Haben wir nichts vergessen. Und jetzt kommt das Händel, wie ich schon gesagt habe, bei 230 Grad in den vorgeheizten Backofen bei Stufe Heißluft. Und da lasse ich das für circa 30 Minuten drinnen. Das ist ein kleines Händel, ich zeige es euch noch einmal. Und dann ist unser Brathuhn fertig. Bis nachher, ich schalte dann wieder ein, wenn wir servieren. Beziehungsweise vorher müssen wir es zerlegen. Bis gleich. Zurück bei unserem Brathähnchen, meine lieben Freunde. Das haben wir jetzt 30 Minuten bei 230 Grad Heißluft im Ofen gehabt. Und wir holen es uns jetzt aus dem Ofen raus. Schaut einmal, wie schön. Und es duftet. Und es ist natürlich heiß. Oh, herrlich, 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 herrlich. So, die Vollendung schaut folgendermaßen aus. Über die Kartoffeln gebe ich noch etwas Olivenöl und auch noch etwas Salz, weil die immer irrsinnig viel schlucken. Das dürft ihr mal glauben, Kartoffeln vertragen einfach viel Salz. Bratkartoffeln mit Salbei, das Tolle an dem Gericht ist, dass alles in einem Bräter zubereitet wird und man auch nicht viel Probleme hat mit dem Abwaschen. So, das schaut schon ganz gut aus. Man schneidet das Brathähnchen am Brustbein entlang auf, dreht sich dann das Messer möglichst elegant, schneidet hier herunter, dann nimmt man sich einen Löffel und schneidet da hinein und siehe da, das ist genau auf dem Punkt. Und da, wo das Flügel ist, da gibt es einen Knochen, den muss man nur finden, den kann man auch abschneiden. Und dann kann man das Brüstlein schön auf den Teller legen. Wunderbar ist das geworden. Schaut mal, wie schön knusprig das ist. Dann noch die zweite Seite der Brust. Wieder auf der anderen Seite des Brustbeins bitte entlang schneiden. Da vorne nach unten gehen. Dann mit dem Löffel da rein, das Filet nehmen wir natürlich mit. Da unten das Gelenk vom Flügel aufschneiden und dann haben wir unser Brüstlein hier schön ausgelöst am Teller. Schaut mal, wie herrlich das ausschaut. Bah, das ist gut. Das ist ein Wahnsinn. Und was ich jetzt noch mache ist, ich neige hier meinen Bräter und das ist jetzt wirklich nur der entstandene Bratensaft vom Hähnchen, der ist irrsinnig konzentriert, schmeckt auch kräftig und den gebe ich dann noch auf den Teller. Jetzt mache ich noch ein Foto. Ich hoffe, ihr kocht das nach. Ich wünsche euch alles Gute, lasst es euch schmecken. Servus Baba, bis zum nächsten Mal. Danke. Super, mit dem Curry ist es köstlich. Der Salbei kommt aber auch gut. Ja. Diese Gipfelkartoffeln sind da Wahnsinn. Und die Haut ist auch super, gell? Ja, herrlich.